certainties of land. Close your eyes and just stay tight, we have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me. Nach wenigen Minuten des ersten Anschlags berichtete darüber schon nahezu die gesamte Welt. Unzählige Sendungen wurden einfach mittendrin unterbrochen, damit jeder diese Meldung mitbekommen kann nach diesen unglaublichen Geschehnissen. Und das Ganze war vor etwas mehr als genau 13 Jahren am 11. September 2001. Und jetzt gibt es auch noch immer am 11. September unzählige Dokumentationen über 9/11. Und das Ganze beschäftigt auch die Entwickler von Rockstar Games, denn zu dieser Zeit sollte GTA 3 rauskommen. Und das ist in Liberty City. Und wie wir alle wissen, ist Liberty City der Nachbau von New York, so auch in GTA 4. Und somit wurde der Release-Termin von GTA 3 auch verschoben. Um 41 Tage nach dem 11. September kam dieses Spiel dann raus, denn es wurden einige Änderungen vorgenommen, von denen ihr wahrscheinlich noch gar nichts wisst. Und genau darüber möchte ich jetzt reden. Leider kommt dieses Video auch etwas verspätet, erst am 27.09. Aber ihr wisst ja, mein Computer ist leider komplett kaputt gegangen. Ich musste ihn zurück auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Aber das ist ja jetzt auch egal. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Video jetzt an. Und zwar hatte ich ja gerade gesagt, dass 41 Tage nach dem 11. September GTA 3 released wurde. Und dieser Release wurde sogar noch etwas nach hinten gezögert. Das könnte natürlich daran liegen, dass Rockstar Games New York, welche auch maßgeblich an der Entwicklung von GTA 3 beteiligt waren, genau in unmittelbarer Nähe der Twin Towers, die ja durch die entführten Passagierflugzeuge zusammengestürzt sind, weil die ja da reingeflogen sind, direkt mit den Geschehnissen konfrontiert gewesen sind. Und das nicht nur zu dem Zeitpunkt selbst, sondern auch noch wahrscheinlich mehrere Wochen danach, als die ganzen Hilfetrupps dann angerückt sind, die Feuerwehr natürlich selbst noch und dann ganz viele Maschinen, die den ganzen Schutt, die ganze Asche und so alles wegschaffen mussten. Das hat auch richtig viel Zeit in Anspruch genommen und wahrscheinlich hat das dann auch noch an die Nerven gezerrt, wenn man dabei dann selbst ein Spiel entwickeln soll, was direkt in dieser Umgebung spielen soll. Und damit wurden natürlich dann auch Veränderungen optisch durchgeführt, weil sich ja die Stadt in einer gewissen Weise auch verändert hat, optisch, aber auch, man wollte nicht auf diese Geschehnisse so offensichtlich anspielen, man wollte nicht, dass der Spieler etwas missverstehen könnte und deshalb wurden auch noch weitere Änderungen durchgeführt. Und zwar ist eines davon erstmal, dass Dialoge im Radio zwischen zwei Moderatoren im Radio selbst, verschiedenster Sender, umgeschrieben wurden, sodass man da auch nicht was falsch verstehen kann, falls es zum Beispiel um Terroristen ging, wie es das Beispiel einmal war. Und eine große optische Veränderung ist natürlich auch die Ersetzung der Twin Towers. Und zwar hat man diese nicht mehr hingebaut, diese beiden Hochhäuser. Man hat da nämlich jetzt ganz einfach ein Baukonstrukt hingesetzt und das findet sich natürlich in GTA 4 auch an den Helipads direkt, wer das noch vor Augen hat. Und davor liegen übrigens auch noch Blumenkränze und Kerzenleuchten. Auch noch ein bemerkenswertes Andenken an den 11. September auf alle Fälle. Außerdem, was auch noch auffällig ist, ist, dass die Farbe der Polizeiautos zumindest in GTA 3 verändert wurde, sodass man die nicht sofort mit der New Yorker Polizei verbindet. Und außerdem sehen wir jetzt mal ein Bild eines Schulbusses, der hier links hinten eingeblendet ist, aus einem Screenshot von GTA 3. Dieser wurde übrigens entfernt, so wie einfach irgendwelche Schüler, die dann da mit in dem Bus mitgefahren wären oder auf der Straße selbst als Passanten einfach irgendwo gelaufen wären. Diese wurden auch einfach entfernt. Außerdem wurden auch Flugzeuge entfernt, die in der Nähe der Stadt fliegen. Man sieht ja bei GTA 4 schon zumindest wieder große Flugzeuge in der Luft und diese fliegen auch nicht wirklich über der Stadt. Wer das noch vor Augen hat, die sind eher in der Nähe des Flughafens immer. So war das auch bei GTA 3. Man hat sie versucht, von der Stadt fernzuhalten, sodass man da auch nicht etwas missverstehen könnte, als würde es aussehen, dass er in das Hochhaus fliegen wird oder in irgendein anderes Haus hinein. Außerdem wurde auch dafür nochmal ein weiterer Punkt, der dafür spricht, eine Mission entfernt, bei der man Donald Love, einem Nebencharakter der Geschichte in GTA 3, umbringen soll und den sollte man mit einem Flugzeug töten. Aber diese Mission wurde einfach weggenommen, weil die zu sehr Anspielungen auf den 11. September fördern könnte. Außerdem wurde das Dodo Seaplane flugunfähig gemacht, was man vielleicht hätte zuerst fliegen können. Jedenfalls konnte man mit diesem Flugzeug später nicht mehr abheben. Rockstar Games meint allerdings, dass das auch nur ein Spaß ist. Man sollte es auch gar nicht fliegen. Es war nie dazu gedacht, mit diesem Flugzeug überhaupt abheben zu können. Ja, was ihr dazu denkt, bleibt euch jetzt überlassen.
Und zu guter Letzt wurde sogar die ganze Verpackung von GTA teilweise verändert. Und zwar seht ihr jetzt hier ein Bild eingeblendet, links und in der Mitte der Special Edition. Und zwar ist das die Ausgabe der 10 Jahre Jubiläums Edition von GTA. Und rechts sehen wir dagegen das europäische Cover, was ein Mitglied aus der Yakuza-Gang zeigen soll, der, ihr seht es ja selbst, eine Maschinenpistole in der Hand hatte und hinter ihm explodiert es mit einer riesen Rauchwolke und ein Auto fliegt da in die Luft direkt. Und eigentlich war dieses Bild, was wir rechts sehen, für den nordamerikanischen Markt gedacht. Das heißt für das Spiel, was in Nordamerika erscheinen soll, GTA 3 in Nordamerika. Aber dafür war das dann zu hart, meinte Rockstar Games, und musste das komplett ändern und hat sich da etwas Harmloseres einfallen lassen, was wir jetzt eingeblendet sehen, was dann später auch sogar in Australien als Cover für GTA 3 verwendet wurde, weil das zu aggressiv, zu terroristisch orientiert war, laut Rockstar Games. Und man wollte halt gerade in Nordamerika verständlicherweise nicht diesen Gedanken an Terrorismus irgendwie hochleben lassen, gerade wenn man so viel verloren hat und so viel Schaden im eigenen Land angerichtet wurde durch die Terroristen. Das ist doch eigentlich verständlich, sollte man meinen. Und somit haben wir das Cover allerdings in Europa bekommen und die Amerikaner nicht mehr. Und diesen Druck nochmal so zu verändern für so viele weitere Spiele, die ja auf den Markt kommen sollten, war sehr teuer. Und das war die größte Veränderung und die kostenintensivste Veränderung laut Rockstar Games, die dann für dieses Spiel noch einmal durchgeführt werden musste nach 9/11 in diesen 41 Tagen bis zum Release. Und das waren Veränderungen, die Rockstar Games jedenfalls nannte. Ob es noch mehr vorgenommen wurde in den Veränderungen selbst, das weiß man nicht. Aber diese Veränderungen wurden jedenfalls in diesen wenigen Tagen durchgenommen, damit das Spiel nicht zu terroristisch wirkt, nicht zu aggressiv. Und das ist irgendwie trotzdem, finde ich, ziemlich viel, was die da in dieser Zeit verändert haben, auf alle Fälle, um den Terrorismus doch nicht zu stark in GTA aufleben zu lassen, um zu zeigen, dass sie nicht für den Terrorismus sind als eine amerikanische Marke. Ja, und das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen. Und das war somit auch von dem kleinen, ich möchte nicht sagen Special, das hört sich ein bisschen komisch an, sagen wir einfach von dem kleinen Video. Lasst einfach ein Like da, wenn ihr für Frieden seid, könnte man jetzt ganz leicht sagen. Oder einfach, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde mich auf alle Fälle wieder mal riesig freuen. Und ansonsten müsst ihr unbedingt abonnieren für den täglichen GTA 5 Content. Dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, macht es gut. Story.